Der Berchtesgadener Hochthron-Klettersteig ist ein sehr schöner und eindrucksvoller Sportklettersteig durch die 400 Meter hohe Ostwand des Berchtesgadener Hochthrons. Der Steig wurde sehr elegant durch die steile Kalkwand gelegt und hat zahlreiche ausgesetzte Passagen. Man findet fast keine Gehstücke. Der Steig gehört zu den besten Klettersteigen im Großraum Salzburg und darf mittlerweile definitiv als Klassiker der Klettersteige bezeichnet werden. Viel Spaß mit unserem Video dazu. Servus, grüß euch, habe die Ehre, willkommen zu diesem neuen Video am YouTube-Kanal von Alpine Momente. Heute machen wir mehr oder weniger Abschluss der Klettersteigsaison 2020. Ich hoffe, euch haben die vielen Klettersteig-Videos gefallen. Soll ich nächstes Jahr auch wieder so viele Klettersteige online stellen, schreibt es unten rein. Wer von euch war denn schon einmal Untersberg-Klettersteig? Schreibt es unten rein, wie hat es euch gefallen? Unten rein in die Kommentare. Und ansonsten gehen wir jetzt gleich los. Ich muss schauen, dass ich den Markus nachkomme, weil der ist auch dabei, der filmt auch noch mit. Viel Spaß am Untersberg-Klettersteig, Berchtesgadener Hochthron. Gott sei Dank hast du auf mich gewartet, Markus, weil ich habe gerade Intro gemacht und habe gesagt, ich muss jetzt einen weiter tun und schauen, dass ich dir nachkomme. Weil, ja, der Markus ist auch dabei. Danke fürs Mitfilmen. Gebt dem Markus immer einen Daumen nach oben. Grüß euch. Viel Spaß. Da vorne geht auf für den Steig. Alternativzustieg. Wir sind schon da drüben auf, gell, Markus? Ja. Ja, genau. Ja, hinterbei quasi. Hinterbei, ja, genau. Das ist unser Grat. Und normalerweise kommst du da drüben von der Hitnummer vom Scheibenkasal, wie heißt der? Ja. Genau. Jetzt sind wir kurz vor dem Einstieg. Wunderschöner Ausblick. Da vorne ist der Einstieg und da rauf sind 770 Höhenmeter, also 800 Höhenmeter Zustieg für die Wand da rauf. An und für sich alles sehr gut angeschrieben da rauf. Zweimal Viertelstunden ist der Zustieg angeschrieben. So, dann starten wir los. Heute einmal viel für euch aus der Hand gefilmt. Ja, es geht ganz am Anfang gleich zur Sache und da wird gewarnt, kein Notausstieg, da geht's richtig los. Sagt er, bergauf, ich schnauf oder was? Bergauf, ich schnauf. 15. November. 15. November mit kurzer Hosen, kurzer Hosen, kurzer Leiberl am Hochthronklettersteig. Genial. Ja. Ein Panorama. Herrlich. Alter, weiter Zustieg, der lohnt sich da. Wenn man das Panorama so sieht. Thank you.
20 Grad am Pfeiler. War geil, Leute. Schön ist, gell? Geil. Ja, noch der Genusswand. Der richtige Genuss war. Geht's jetzt einmal einfach, ein bisschen zum Rosten so da hier. Auf, bevor es wieder steiler weitergeht. Schon, gell? Ja. Ist das geil. So, das ist jetzt der Fotoquergang. Eine der exponiertesten Stellen im Hochthronklettersteig. Wunderschön. Hangerschuppen. Hangerschuppen. Ach so, da steht's eh. Ja, ja. Neben mir. Jawohl. Der Kletterfranzi. Da kannst du auch mal probieren, wenn du anseilen. Ja, was du schaust. Und manche Berge gut unten. Ach, nein. Oder der Wind bläst alles auf. Ja. Schon ein wenig schmierig, oder? Ja, schon. Da brauchst du halt noch mal ein bisschen Warmkraft, gell?
Ja. Oder sonst halt ein Rostschling. Ja. Wo du da alle einhängst und dann umher. Genau. Umherrutscht. Aber da ist noch ein. Der Hangelschuppen. Gut. Einmal bindet. Ja, und so geht es jetzt weiter nach dem Hangelschuppen. Da sehe ich den Markus über mir. Übrigens, so steil wie es raufgeht, so steil geht es euch auch. Schaut mal. Wuhu! Wo ist er denn? Ah, da ist er, der Lauser. Was ist? Rau. Ja, Rau. Die Knie schon aufblitzt, oder was? Hä? Was da die Knie schon aufblitzt? Nein, noch nicht. Noch nicht. Da war noch alles unfallfrei. Da war passt noch alles. Wie wir es gewohnt sind. Da oben ist dann schon das Plateau. Latschneck heißt es da herum. Ja, man merkt, dass man da jetzt echt schon im Ausstiegsbereich ist. Es wird ein bisschen flacher. Da wo der Markus ist, jetzt zwar nicht, aber es wächst schon wieder Vegetation. Ja, wir sind da jetzt gerade beim Wandbuch. Es ist einfach unfassbar. Wir stehen da auf fast 1900 Meter Mitte November mit kurzer Hose und T-Shirt. Ja, aber eins ist auch gewiss, da hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, am Video da hinten ist das Salzkammer gut, da sind die Seen draußen und das ist alles im Nebel und da ist sicher sehr kalt im Nebel. Da hinten draußen müssen dann so totes Gebirge sein. Da vorne ist der Dachstein. Der Gosa kam davor. Da ist Dennengebirge, Hagengebirge, Hoher Göll, Kinig, Steiners Meer, die Schönfeldspitz und da rechts der Watzi. Jetzt ist er im Ausstiegskanin da vorne. Wie haben wir es geschafft? War da eine finale Ligure oder was? Der Kerl vom Berg Zgorner hoch dran, Muntersberg. Wunderschönen Blick hast du da. In Berchtesgadener Alpenmumme. Fast ein Stück Heimat. Aber ein bisschen was geht halt noch an.
Kaiserjäger-Geschichte war es, wenn du da herum ein Bier gearbeitet. Das war eine Kaiserjäger-Geschichte. Dann führt die mich wieder daheim. Schauen wir halt einmal, ob uns irgendwas reingezaubert hat. Boah, das klingt wie. Rieren tut es sich schon. Hokus Pokus zaubert den Hokus. Gewaltig. Das ist das höchste Stiegelbier Berchtesgadens. Mit Blick auf den Chiemsee. Ja, hinter dem Staufinger. Ja, da oben nochmal das Gipfelkreuz. Das Panorama. Und jetzt nehmen wir euch durchs Mittagsloch euch her. Schauen wir mal, ob wir es ins Loch reinfinden. Ja, Markus. Sicherlich, sagt er. So, da ist der Weg. Und da ist das Mittagsloch. Wo finster wird's da? Markus, das ist ein schwieriger alpiner Abstieg, nur teilweise versichert, große Steinschlaggefahr. Und es ist kein Zeitersparnis gegenüber dem Normalweg. Möchtest du da wirklich in das dunkle Loch reingehen? Schauen wir mal. Leute, der riskiert sein Leben für euch. Höhlenforscher. Ja. Brutal wachs, gewaltig. Jetzt gehen wir in die Verdammnis. Die Verdammnis. Au, au. Alter, ist das eng. Via Ferrata. Oh. Mittagsloch. Wo gibt's den Schweinsbraten? Wo gibt's den Schweinsbraten? Ich hab Hunger, ich sag's, Henk. Also die Kamera nimmt echt gut auf, in Wirklichkeit ist es finsterer. Fledervögel. Das sieht man nicht, wo du hinsteigst. Nein, das ist, weil die Kamera läuft. Die leuchtet so. Der Boden ist nass da. Das ist kein Steinschlaggefahr, sondern das ist Bröselgefahr. Boah, jetzt waren wir fast da rausgekommen. Dann habe ich mal nicht so richtig viel gefilmt, weil ein Steinschlag vor und hinter uns sind ein paar Leute. Auf jeden Fall, da geht es so 100 Höhenmeter ungefähr versichert runter und jetzt sind im Absturzgelände weiter. Ja, da hinten ist das Loch und unter der Wand gehst du eben da im Absturzgelände um. Schaut mal aufpassen, gell? Ja, schon, ja. Auf jeden Fall. Ein Schuh da drin. Ja. Also da braucht es absolute Trittsicherheit. So, lass uns unsere Runde vollenden nach Hinterettenberg. So. Oberettenberg. Oberettenberg, nicht Hinterettenberg. Nein, unter ist unten. Hinter, habe ich gemeint. Achso. Hinter nein, oder oben? Ja. Oberettenberg ja. Sein. Irgend so ein Ettenberg halt. Da ich. Unten Ettenberg. Weil es ist unten. Unten Ettenberg. Ja. Da unten ist Ettenberg. Ja, da unten ist. Jetzt machen wir kurz vom Parkplatz in Hinterettenberg Resümee.
zur Tour. Also Berchtesgadener Hochthronklettersteig ist einer der beliebtesten Klettersteige da in der Region. Er ist doch relativ anspruchsvoll mit Kategorie CD, aber er verläuft einfach wunderschön. Also ich finde, da ist echt ein Meisterwerk gelungen. Wir haben ihn heute zum zweiten Mal gemacht. Markus, du auch schon öfter, gell? Ja, gute Kondition brauchst du definitiv. 1300 Höhenmeter Aufstieg, Abstieg, auch Mittagsloch durch. Ja, seilversichert. Ja, müsst ihr euch gut erkundigen, wie ihr es da hinfindet. Und danach ist auch Absturzgelände. Mhm. Beim Scheibenkaser noch ein ganz netter Weg da oben. Ja, wenn man im Hochsommer geht, halt zeitig weg, weil halt die Sonne den ganzen Tag Vollgas reinbrennt und du hast nicht wirklich dann Wasser gefroren mehr. Genau, ja, das ist Sonnenseiten. 2 Stunden Zustieg durch so einen Daumen hast du ungefähr. Ja. Bis zum Einstieg von 2,5 Stunden zum Klettersteig. Also ich würde jetzt an einen Otto-Normal-Klettersteig sagen, also zu 7 Stunden ungefähr einplanen. Ja. Und bist du halbwegs zügig unterwegs. Genau. Ja, und das ist auch noch ganz wichtig, das ist ja wahrscheinlich das letzte Klettersteig-Video von mir, das heuer veröffentlicht wird. Falls ihr vorhabt, den Klettersteig heuer noch machen, schaut unbedingt, ob die Verhältnisse noch passen. Und im Frühjahr erkundigt euch unbedingt, ob der Klettersteig schon begehbar ist. Da ist nämlich ewig lang beim Ausstieg eine Wächter und das ist lebensgefährlich. Das ist riesengroß, das ist lebensgefährlich. Also macht eine gescheite Tourenplanung und geht da nicht einfach blind rein. Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann unten rein ins Kommentarfeld. Wenn es euch gefallen hat, das Video, Daumen auf. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren und das Schlusswort über den Markus. Bergheil, bleibt's geil. Bussi, fährt euch.